Ja, die Bankenunabhängigkeit wird also immer als das strategische Unternehmensziel und als mit der, neben der Mitarbeiterbindung, als eines der wichtigsten Argumente für die Einführung einer Unternehmenskasse genannt. Die Bankenunabhängigkeit wird sicherlich nicht sofort erreicht, wird sicher nicht ab dem ersten Jahr erreicht. Es ist natürlich üblich, dass selbst im ersten Jahr nach Abzug aller Kosten bereits eine positive Liquidität übrig bleibt, die schon zur Zurückführung eingesetzt werden kann. Aber Bankenunabhängigkeit wird natürlich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erreicht. Unsere Durchschnittswerte sind, ein 20-Mann-Unternehmen wird wohl so 350.000 Euro Liquidität innerhalb von 10 Jahren generieren. Je nachdem, wie ich das Modell ausgestalte, je nachdem, was ich mache und was ich tue, bei rein arbeitgeberfinanzierten oder BAV statt Gehaltserhöhungen sind es auch in der Regel mindestens 250.000 Euro innerhalb von 10 Jahren. Und es führt natürlich dazu, dass sukzessiv die Kontokorrent zurückbezahlt wird. Der Kontokorrent bringt auch die höchsten Opportunitätszinsen. Es sind hier leicht 9, 10 oder 11% erspart, wäre ich die Mitarbeiter nur zu 2 oder 2,5, 2,25% verpflichtet bin, also deutlicher Gewinn für den Unternehmer. Und in der zweiten Stufe werden dann sukzessive die Langfristdarlehen abgelöst. Viele Unternehmer, viele Unternehmensberater setzen die pauschalotierte Unterstützungskasse als langfristige Finanzierung auch ein, um Mezzanindarlehen abzulösen. Und so wird also sukzessive eine gewisse Bankenunabhängigkeit erreicht und mit zunehmender Bankenunabhängigkeit beginnt das Unternehmen dann natürlich auch Mittel anzulegen, Mittel zu binden und Mittel für die Rückzahlung zu reservieren und betriebswirtschaftlich entsprechend zu sichern und sicherzustellen.